Hallo, die Exponentialfunktion sieht folgendermaßen aus. Startet beim Punkt 1 und also bei unserem Beispiel Zahl der Infizierten 1 zum Zeitpunkt 0. Wir nennen mal Zeit x und dann hätten wir eine Exponentialfunktion y. Y steht für die Zahl der Infizierten, ist gleich 2, das ist die Basis, hoch x. Wenn ein Exponent hier oben steht, spricht man von einer Exponentialfunktion, also eine Funktion y ist gleich x², ist keine Exponentialfunktion, sondern wäre jetzt eine Parabel. Also wir sprechen über eine Exponentialfunktion, der Exponent steht hier oben, die Basis ist hier 2, dann haben wir eine Verdoppelung der Zahl der Infizierten von Tag zu Tag. Ökonomen arbeiten gerne mit der E-Funktion, also statt 2 E als Basis und E ist 2,71, sogenannte Euler-Zahl. Die E-Funktion hat den Vorteil, dass die Ableitung der E-Funktion wiederum die E-Funktion ergibt, so ist die konstruiert, hat aber zum Zweiten noch die ökonomische Bedeutung, dass man eben hier noch stärkere Wachstumseffekte abbilden kann, also nicht nur eine Verdoppelung, sondern eben eine Vermehrung, wie wir sie in der Natur auch beobachten, Bevölkerung oder eben in der Finanzmathematik der Zinseszinseffekt, wenn ständig quasi in jeder logischen Sekunde neu verzinst werden würde und nicht nur täglich oder monatlich oder jährlich. Also durch dieses in jeder logischen Sekunde sich vermehren, sich verzinsen, dadurch kommt noch eine stärkere Wachstumsdynamik heraus. Wenn wir hier mal ausrechnen, wie hoch ist denn E hoch 16? Vielleicht machen wir das mal kurz mit dem Taschenrechner. Ja, E hoch 16 ergibt dann über 88 Millionen. Wir hätten also nach einer E-Funktion, einer exponentiellen Entwicklung gemäß der E-Funktion bereits nach dem 16. Tag die Situation, dass alle Menschen in Deutschland infiziert wären. 16. Tag nach E-Funktion 88 Millionen. Wir sehen also hier diese enorme Entwicklung. Umso wichtiger ist es eben, die Wachstumsrate zu verringern. Alle Politikmaßnahmen sind ja im Moment darauf gerichtet, die Wachstumsrate der Verbreitung des Coronavirus zu verringern. Und das ist absolut sinnvoll, lässt sich hier an der E-Funktion schön zeigen. Die Wachstumsrate R ist ja versteckt in der E-Funktion. Ich habe sie hier mal eingefügt in rot, klein R steht für die Wachstumsrate. Wenn es jetzt also gelingt, die Wachstumsrate zu verringern, dann hätte das zur Konsequenz, dass die E-Funktion flacher verlaufen würde und man hätte beispielsweise eben nach einer Woche deutlich weniger Infizierte, nach zwei Wochen deutlich weniger Infizierte als im Fall mit einer höheren Wachstumsrate. Und das ist natürlich absolut zentral und deshalb macht die Politik der Abschottung, macht die Politik der Minimierung der sozialen Kontakte absolut Sinn.